Ja, hallo, herzlich willkommen aus San Francisco. Oh Gott, ist das ja lauter als in Deutschland. San Francisco ist eine stadtähnliche Gegend irgendwo an der arschkalten Pazifikseite US-Bundesstaats Kaliforniens. Das hohe Aufkommen von Rauchwolken, die durch das Rauchen von Haschisch, Hanf und anderen Drogen entstehen, macht es für sämtliche Messgeräte unmöglich, genaue Daten über das Wetter zu liefern. Es geht eigentlich von den Gerüchen her. Wollt ihr? Nach Chinatown. Das ist das zweitgrößte Chinatown der USA hier in San Francisco. Ihr seid mir für Chinatown. Das ist der Beginn von Chinatown hier. Ja, haben wir direkt dann auch schon den Beweis, dass wir in Chinatown sind. Englisch ist erst hier die zweite Sprache auf dem Schild. Bei so vielen Sachen weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Glücksbringer oder ist das einfach was zu essen? Ginseng, sehr gesund, sagt Mundschwing. Ja, aber das ist jetzt ja schon mal deutlich größer. Ne? Wir gehen ja noch nicht mal in jede Straße rein. Ja, das sieht doch mal lecker aus. Presbyterian Church. America's First Chinese Church. Oh, haben wir hier einen kleinen Schmankerl gefunden. Die erste chinesische Kirche der Vereinigten Staaten. Ach guck mal, die kannst du auch sogar direkt einfach im Automaten kaufen. Das günstigste kostet $5. Junge, Junge. Ah, hier sind Lose, die einen Gewinn gebracht haben. Das ist natürlich clever von denen. Hier richtiger Kirchenrekord. Ein nach dem anderen. Die erste chinesische Baptistenkirche. Uiuiui, Leute, das nimmt einfach kein Ende hier mit unserem Chinatown. Ein Waimo, 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 Waimo. Ui, das ist jetzt wirklich die allererste Neujahresauswirkung, die ich sehe. Könnte auch ein bisschen älter sein. Aber holla die Waldchen, was muss man denn dafür da reinbuddern, damit das hier so dahin schmilzt? Weiter geht es zum Twitch Headquarter. Auch heute probieren wir nochmal reinzukommen. Da sitzt aber jemand in der Lobby. Nils schreibt, wer wirklich ernsthaft mehr erwartet hat, ist lost. Vielleicht probieren wir es morgen wieder. Klopf, bitte, bitte, klopf, 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 klopf. Oh ja, eine Security-Frau kommt. Can I help you? Oh yeah, I was just wondering if there's a possibility to get into the lobby doing some hours, because I'm an official German Twitch partner. It's closed right now. If you want to come back by during the week, it'll be open. So if I would come back tomorrow in the it'll morning, it yeah. would be open, and I can just walk in. Yeah. Then we're gonna meet us tomorrow. Okay, cool. Thank you. You're welcome. Bye bye. They are open. They are open. They let me in because I am an official Twitch partner. Als nächstes fahren wir zu den berühmtesten Kurven der Stadt. Ein Ausblick auf die Lombard Street, auf diese wunderschön schiefe Straße hier. Man kann auch zu Fuß runter, das können wir jetzt gerne machen. Der Fußweg ist allerdings gerade und nicht kurvig. Wie die Linken. Eine Parade. So, und Tesla, der da runterfährt. Ah, herrlich. I'm thinking about to buy a house here. Yeah, good luck. Yeah, I try to. Where are you from? Austria. Austria, ah cool. You speak German. Yes, exactly. Ich habe so einen starken scheiß Akzent. Yeah. Ich krieg den einfach nicht weg. Egal, wie ich bin. But it doesn't matter. It doesn't matter. People like it if you have an accent. Do you think so? Sure. I mean, I guess if an American would come to Germany and you would talk with him on the street and he would speak German but just with a different dialect, I mean, I think he would appreciate it. Oh, nice. That's what I would do. Thanks. Was für eine riesen Karre. Junge, das Teil ist da gerade runtergefahren. Vielleicht ist es auch gerade runtergefallen. Oha. Ja. Ja, das ist ein typisches Stadtauto, ne? So würde ich auch in San Francisco rumcruisen. Du kannst hier einen Feueralarm auflösen. Na klar. Alarm! Ist out of order, kannst du drücken? Wo steht, dass es out of order ist?
hat zu Rief gesagt, das ist ja aber alles verbunden. Ey, wehe, hier geht jetzt gleich was los. Ich will nur gucken, ob der locker ist. Also komm auf jeden Fall noch in Bewegung. Der ist nicht fest. Nein, wird teuer. Nein, nein, nein. Ja, let's go. Hör auf. Haha, nein, los. Ich entscheide mich dazu, den Feueralarm nicht auszulösen und nehme ein Uber zu der nächsten Sehenswürdigkeit, den Painted Ladies. Lass so frei, frag mal, ob du selber fahren darfst. Is it possible to drive myself? Why are you thinking? For Uber? What? Like car sharing. No. Just the driver can drive? Oh yeah, all for me. Oh, okay. A lot of Uber drivers drive Toyota. I saw it because yeah, you know that the fake is. I want to drive a big truck, okay? Hub truck, cup car, you know? Oha. Why? You thinking? Yeah, all the Toyota, did it? Yeah. You're a young boy. Sorry about you, young boy. You're overage, it's okay. You're so young for me. I make more money. Yes. But you're old boy, okay. Sometimes I get the money the over there. The lady wear some $1, $2, it's okay. Yeah. That one, you see? You see, English is so good. You handle the queen is so good. You're young. Yeah. He was a young boy. Mm. A few days ago, I saw also a young guy. Mm-hmm. His name was Knossi, and he was also begging for money. Begging for money. Yeah, all the time. And he ran after me, and I said, no, 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 I don't give you money. You have enough. Because he had a Rolex, an expensive clock. Oh, that's a nice city hall. Know that one? The gold color? That's a girl. Ah. Yeah, all the girl. A guy in Germany, whose name is Klaus Kleber, and he has also a house with some gold on it, yeah. But not so big. Yeah, I know. Thanks a lot. Alter, Leute, was war denn das schon wieder? Ich habe ihn noch nicht zu sehr getrollt, finde ich. Und wir wurden ja auch positiv überrascht. Er kennt Klaus Kleber. Und hier ist der Blick auf die Painted Ladies. Ihr habt buntere Häuser erwartet? Die Hütten da sind's. Ja, die Hütten sind's. Halber Scanbetrug. Hi, these are the Painted Ladies. No, they're on the other side. The other side. Okay, I was scared because I missed some colors. Yeah, sorry, this is right. They are? Yeah, yeah. You thought it'd be more vibrant with the sun? Yeah, like more red and more yellow and things like this. Yeah, I agree with you. It doesn't look as colorful as I normally see them. Yeah, I guess we'll just have to The postcard designer make it more color. Yeah. Ah, mein Video sagt, die Häuser stehen aktuell im Schatten und das ruiniert die Farbe. Ich glaube, die Dinger funktionieren wirklich. Das ganze Teil sieht hier auch nochmal aktiv aus. Ey, gut, dass wir das nicht runtergemacht haben vorhin. Hello, sir. Does it work? They're all active. All active? Yeah. Oh, so good I didn't turn it on. Yeah, don't do that. Und dann holen wir jetzt einen Uber nach Full House House. Adam? Hi, yeah, Adam. Hi. We have also community spaces. Like in Germany, we have a space called Der große Rudelbums, where you can meet. I'm not sure. Oh, thank you. You want an autograph from her? Oh, you're famous, like me? I was on set. You were on the set? Yes. Yeah, I was the understudy. The understudy? Yeah, yeah, very young too. So you're at least 30 years old or something, right? Yeah. Yeah. Yeah, okay, give me an autogram. Yeah. You want an autogram? Do you have a pen or something? I don't have a pen. Oh, me neither. I thought you were coming to see me. I'm bad prepared. Yeah, I heard that you're in the city. Yeah. But my German viewers are happy to see a star like you. Hi, it's me. It's really me. It was great meeting you. Oh, cool. So fantastic. So, endlich mal jemand, der das Konzept von Skyline for Life verstanden hat. Pazifikas fragt, was ist das für eine Bude? Ein Puff? Ja, genau. Und gleich treffen wir deine Mutter. Wir blenden euch kurz das Bild ein. Und dann seht ihr mal, wie das früher aussah und wie es jetzt aussieht. Ja, es sieht doch sehr ähnlich aus. Das falsche Haus, die Tür ist anders. Mitnichten. Das Hausreste nehmen sie genauso aus. Ja, das stimmt. Drei Sekunden noch. Hier ist die fahren dann wirklich jetzt sofort los, ne? Na ja, ich geh doch schon. Ja, Countdown ist abgelaufen. Ja, ich geh schon. Walt Disney Family Museum. I didn't book online, so I have to buy a card. Oh, yes, that's fine. I've never been here. You have not been here, so welcome. And as we're doing everything online, so obviously the first name, last name, and email, so it's the process to order. Mm-hmm. Is that okay? Yeah, sure. What is your first name? Adam. Adam? Yes. Cocolores. Like. I'm going to ask you to write that one down for me. Yes. Thank you so much. Also wir sind tatsächlich drin. Wir haben jetzt mit dem Part begonnen, der ein bisschen das Historische ist. Also das ist die Erweiterung. Disneyland Apartment.
Papa und Mama haben viele Wochenenden in dem Apartment verbracht, häufig auch mit ihren Enkeln. Sie haben das im viktorianischen Style dekoriert, den sie so gern mochten und liebten. Im Disney-Museum sind Auszeichnungen ausgestellt, die Disney selbst bekam, teilweise auch Originale. Der Hinweis, der hier steht, den haben sie jetzt ja auch häufig bei Film- und Serienmaterialien von Disney hinzugefügt, weil früher war einfach alles anders. Und die gute alte Zeit war in diesem Belang halt eben nicht so gut, sodass eben vieles von dem Material dann teilweise rassistisch war oder sexistisch. Und selbst Disney ist da halt eben nicht ausgenommen. Deswegen weisen die vorher darauf hin, dass das ja alles nicht so gemeint war, beziehungsweise jetzt eben in einem anderen Kontext gesehen wird und jetzt einfach zu historischen Zwecken teilweise noch eben aufzufinden ist. Gibt aber auch viele Materialien von Disney, die schon bearbeitet wurden. Also Klassenfotos von Walt Disney. Walt is fourth from left on the front row, also der vierte von links, also der hier. Diese ganzen Kinderfotos von dem. Was kostet der Eintritt? Ich habe jetzt für diese Sonderzusatzausstellung und das Hauptmuseum $40 bezahlt. Yakuna sagt, dass Disney das Animieren revolutioniert hat und man heute noch auf Basis von Disney das Animieren lernt. Ach was, das waren die 20er. Wo noch jedes Bild einzeln gezeichnet werden musste, bevor es gefilmt wurde. Das ist eine Original-Universal-Kamera aus dem Jahre 1922. Ich muss sagen, dass mein IRL-Equipment von damals genauso aussah. Ja, Walt Disney hatte damals also versucht, einen Job als Regisseur in Hollywood zu finden. Und das hier ist eines der ersten Cartoons. Alice aus Alice Fishy Stowey ist ein Charakter, den er in seinen ersten Serien erstellt hat. Von einer echten Darstellerin zu einer Comicfigur, weil er keinen Bock mehr hatte, mit echten Darstellern zu drehen. Das Ziel von Animation ist es, eine Illusion zu kreieren, wo das Bild sich bewegt. Und deswegen braucht man sehr, sehr viele Zeichnungen. Das hier sind 348 Zeichnungen von Stoneboat Willie. Diese 348 Frames, sagt man ja in Englisch, sorgen für 15 Sekunden Animation. Teilweise hat er 700 Zeichnungen an einem Tag gemacht. Ja, war schon ein bisschen Arbeit damals, ne? Tage gesagt, mag ja interessant sein, aber ich möchte Mickey Maus. Während ich hier schon seit einer halben Minute eine Mickey Maus Animation zeige. Hier ist Mickey Maus. Das hier sind alles Sachen aus den 30ern. Die erste bekannte Zeichnung von Mickey Maus 1928. Das ist Oswald. Kennt jemand Oswald? Sieht aus wie eine billige Kopie von Mickey Maus. Mickey Maus ist das Symbol der Unabhängigkeit. Pluto. Zum Thema Farben haben wir hier ein wunderschönes Regal. 1932 wurde eine fette Farbbandbreite eingeführt. Die Produktionen waren dann in Technicolor. Hier kommen wir zu den Comics. Walt Disney Comics and Stories. 12 Cent hat es damals gekostet. Eine der wichtigsten Entwicklungen des Disney Studios war die der Personality Animation. Dabei ist es wichtig, wie der Charakter sich bewegt. Eine Revolution in diesem Gebiet war Disneys Film mit den kleinen Schweinen. Also ich finde, viele Charaktere sind ganz schön hässlich, ne? Wenn man hier mal den Kollegen rechts anguckt. Wo wir eben über diese Farbinnovation gesprochen haben mit dem Technicolor, die haben das damals auch an die Plakate rangeschrieben. Wie so eine Revolution. Hier ist ein bisschen was vom Team. Ich dachte, das Museum ist bunter, moderner. Aber gucken, was da gleich noch kommt. Aber tatsächlich, ja. Es ist viel Geschichte. Ich glaube, wir sind noch an der Erweiterungsausstellung. Walt Disneys Wunderheld. Schneewittchen und die sieben Zwerge. In Dazzling Technicolor. Wie die der Schlange gestanden haben. Ach, Pinocchio ist ja auch von denen. Oh ja, Pinocchio ist ein bisschen da, wo ich zugeschaut habe. Und war das nicht auch eine Serie? Oh Gott, was für Riesenkameras die hatten. Das ist eine Animationskamera. Ganz unten sieht man auch auf einer Glasscheibe das, was sie abfilmen. Das hier wiederum zum Beispiel finde ich ganz interessant, weil die haben ja wirklich das den Krieg thematisiert. Ich dachte, das ist eine Kinderserie und da sind solche Sachen natürlich irgendwie eher ungeeignet. Bla bla bla, I am it, it's just bla bla bla. Did you hit me? I wanna get out of here, bla bla, ficken. Du kannst dich nicht so benehmen im Museum, du Kind. Nicht schlecht, oder? Also so hätte ich auch Gefallen gefunden. Also noch mehr Gefallen an Disney. Ich habe echt immer gedacht, das ist alles für Kinder. Nee, das ist doch ganz nett gemacht mit den Filmen, die hier so oben laufen.
Rolls Collections und Family Schätze, die Disney-Familie in Paris, 1952. Das ist ein Ariflex 16mm mit 400mm Linse. Diese Bank ist eine von verschiedenen von dem Griffith Park Karussell, wo Walt Disney viele Wochenendstunden verbracht hat, während seine Tochter das dort genossen hat. Er hat dann irgendwann angekündigt, er will auf jeden Fall einen Freizeitpark haben. Das originale Modell von Fantasyland Castle. Wir haben hier eine Miniaturausgabe von dem Walt Disney Park, den wir in Los Angeles besuchen werden. Mary Poppins, stimmt, ist auch von Disney. Das ist eine Technicolor-Kamera DF7. Laut der Beschreibung haben sie diese Kamera damals benutzt, um Schauspieler separat vom Hintergrund aufzunehmen, sodass sie dann eigene Hintergründe einfügen können, also so eine Art Greenscreen. Und das haben sie offenbar während des Drehens schon zusammenmontiert. Oh, jetzt geht es hier um die letzten Tage von Walt Disney. Offenbar sind das alles Zeichnungen, die nach dem Tod von Walt Disney ein bisschen den Schmerz von Mickey Mouse ausdrücken sollten. Aber selbst Pluto hat eine Riesenpfütze aus Tränen geheult. Ja. Also alles Bilder der Verabschiedung, als Walt Disney gestorben ist. Und hier heulen sie einfach nur, weil sie Erdogan sehen. Thank you for visiting us, das war's? Ja, das war alles. Na cool, Walt Disney als Comicfigur. WDFM steht bei mir bekanntlich für wilde deutsche und französische Mösen. Aber ich glaube, achso, Walt Disney Family Museum, na klar. Disney University develops the world's most engaged lawyer and customer-centric employees. Krass, es gibt ein eigenes Buch zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation von Disney. $2.50. Eine dünne Postkarte. Und was für Motive. Dann hättet ihr diese Karte euch geholt. Dann hätte das $15 gekostet. Kauf bloß nichts da. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben $40 für den Eintritt bezahlt. Bevor es weiter zur Golden Gate Bridge geht, entdecke ich einen Tierfriedhof. Oh nein. Mit Tieren wie Schmelly und Laddi und Eskine und Dandy, die sogar eigene Steine bekommen. Oh, wie ungepflegt, ja. Also an den Grabdaten sehe ich, es sind keine frischen Gräber. Hier ist 2008, 1997. The fuck, warum ist hier eine Plastikzitrone? Kann man machen, wenn man Haustier begraben möchte. Ist auch eine Form von Kreuz. Man muss halt nur vielleicht irgendwann nochmal herkommen und den Roster putzen. Das hier ist vielleicht ein Ameisenfriedhof, ich weiß das nicht. Ich glaube, hier war kein Grab. Ist das das Tier noch? Nee, ne? Nee, nee. Kleiner Spaß. Was für ein Riesenstein, die dem geopfert haben. 6. Oktober 1988. Wahnsinn. Gehst du gerade zur Brücke? Genau, wir sind auf dem Weg zur Brücke. Wir sind fast da, ja. Es ist wirklich wahr. Oh, sieht in real gar nicht mal so schlecht aus. Mir war diese Brücke immer egal, aber jetzt, wo ich mit euch hier stehe. Oh, you can go fishing here. It's amazing. A beaver or two. Oh, Mörder. Komischer Fisch. Oh, scheiße, Mörder ist auf Englisch auch Mörder, ne? By Curious, ein US-Twitch-Streamer, fährt während meines Streams über die Golden Gate Bridge. Er ist selbst am Stream, weshalb ich ihn über Nachrichten in seinem Twitch-Chat zu mir lotse. Hi! It was so fun to watch my community in your chat. That was ridiculous. I didn't even know what was happening because I was trying to go across the Golden Gate Bridge. There's like a lot going on and all of a sudden like all these people started showing up and I was like, what is going on? Somebody in the chat said that you're speaking German. I took German for many years in school. But I'm very bad at speaking it. Würde es dir helfen und du würdest dich freuen, wenn ich Deutsch rede und du antwortest auf Englisch? Gut. Ja? Great. Also verstehst du schon so viel? Ja, ich kann, was du sagst, verstanden. Ja, cool. Krasses Equipment, sagt jemand im Chat. Yeah, I can give a little tour if you're... Yeah, sure. Obviously, on the back, I have my whole rig. This is all custom-built, like, bike mount. It all attaches to this rack here. Yeah. Out here is my camera, which is, like, over-the-shoulder shot that you see from behind me. And here is my computer. I have a Latte Panda single-board PC that runs Windows. And then a modem here and a modem down here, a big old battery here, a Camlink 4K right here. Mm-hmm. All of chat going on here. Sehr cool. And then with this here, I can do some live effects and stuff while I'm out riding. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann nass wird. Aber das ist wasserdicht, oder? No. No? If it rains, everything will break. Danke. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis bald. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Bis dann. Einer von mehreren wundervollen Streamtagen in San Francisco geht wieder zu Ende.
klicke, um die Zusammenfassungen weiterer Streams der US-Westküstentour zu sehen.